Willkommen zusammen zurück hier in Medieval Dynasty. Heute ist alles ein bisschen sehr neblig. Krasse Suppe, die hier steht. Und ja, ich habe quasi noch ein Häuschen fertig gebaut. Das heißt, wir können neue Mitarbeiter einstellen. Jetzt hole ich mir als allererstes mal kurz eine Kleinigkeit zu essen, dass wir hier auch nicht verhungern. So. Und dann schauen wir mal, dass wir alles, was wir für die Quests brauchen, die wir heute abschließen werden, und vielleicht noch mal zwei Leute einstellen werden, dass wir da alles dabei haben. Münder füttern war das. Fischfilet und Fleisch, okay. Muss es sicher gehen, dass es nichts Gebratenes ist. So, wir haben eh genügend. Können wir auch Gutes nehmen. Ansonsten ist es, bis ich dahin komme, schon vergammelt. Das wäre nicht so toll. Boah, krass, wie viel Zeugs das ich habe. Honigwaben. Ja. Da muss mal ein bisschen mehr verarbeitet werden. So, jetzt haben wir quasi Kupferpfeile, müssen wir noch herstellen. Dafür haben wir alles. Wolle habe ich schon ins Pferdchen rein. Kupferhammer, Stein, Axt, Rekurvbogen. Laufen wir mal schnell darüber. Pferdchen. Kann mir derweil schon mal folgen. So. Moment, ich wollte erst schauen. Moment, wir machen das mal so. Ich hole mal kurz hier. Die wichtigsten Sachen wieder raus. Und schauen wir mal kurz, was wir alles so zum Bogenbauen brauchen oder auch für einen Kupferhammer. Stöcke brauchen wir hier für eine Kupferbarren braucht man. Entschuldigung. Holzwaffen, Langbogen, Bogen, Rekurvbogen. Drei Leder brauche ich. Okay. Ich hatte schon die richtigen Materialien, nur in der falschen Menge. So. Wenn hier frei ist, nutzen wir kurz das hier. Machen wir den Rekurvbogen. Damit die Leute halt auch wieder alle versorgt sind und weiterarbeiten können. Was mir auffällt, in letzter Zeit werde ich irgendwie voll schnell schmutzig. Arbeite ich mehr? Oder hat sich irgendein Parameter geändert? Ey, warte mal. Ich muss doch zuerst dahin. Kupferbarren. Moment, für einen Hammer brauchen wir wahrscheinlich zwei. So, jetzt kann man den herstellen. Wunderbar. Dann schauen wir noch mal hier rein.
Die Kupferpfeile braucht man noch. Das Hammer. Das Hammer. Das Hammer. Das Hammer. Das Hammer. Nur noch Kupferpfeile. Ich glaube, da könnten welche hier drin liegen. K wie Kupfer. Ach, genau 19 Stück. Sehr schön. Ja, richtig gut. Jetzt weiß ich nur nicht mehr. Pferdchen, kommen wir reiten. Ich glaube, die sind in der Reihenfolge sortiert, wie ich sie bekommen habe. Und deshalb arbeiten wir die jetzt einfach mal in der Reihenfolge ab. Einen Moment, der Herr. Ja, ich hab, was du brauchst. Gute Jagd, mach's gut bis dahin. So. Ach, weil es regnet, machen die alle Feierabend oder wie? Na, das wäre ja allzu gut, allzu schön. So, 70, 60. Der kleine Bursch, der dahinter saß. Oh. Oder vielleicht auch nicht. Genau, das ist nämlich jetzt eine Dame. Da ist er. Aber aufpassen, genau. Wunderbar. Der visiert jetzt automatisch die eigenen zuerst an. Oder die mit der geringsten Entfernung. Aber mir soll es recht sein. Bitteschön, viel Spaß damit. Was erledigt ist, ist erledigt. So, und jetzt möchte er, dass ich nach Kostovia gehe. Ja. Oh, wir haben die Schenke freigeschalten. Wie genial ist denn das? Wir können die Schenke bauen. Na, das machen wir doch zeitnah, hätte ich gesagt. Ja, wir reiten jetzt einfach den ganzen Dings da mal andersrum ab. Ist ja im Endeffekt unerheblich. Richtig gut. Dann bauen wir die Schenke und damit haben wir dann quasi alle Gebäude, die es so gibt, einmal gebaut. Mindestens einmal. Hey, endlich, da freue ich mich jetzt richtig. Und dann können wir nämlich in der Schenke auch noch mehr Leute einstellen. Und die können dann dort das viele Essen, was wir vorher gesehen haben im Lager, alles schön nach und nach verarbeiten. Weil eine Schenke können mehr arbeiten wie in der Küche. Bedeutet, ja, Schenke bauen. Und dann im Anschluss direkt nochmal 2, 3 Häuser für Mitarbeiter. Richtig gut. Da drin ist jemand. Edwin, bitte schön deine Axt. Vielleicht ist auch hier jemand dabei, den wir mitnehmen könnten. Och. Der hier. How is life treating you? Wunderbar. Das ist richtig gut, weil. Hoppa da. Der hat ganz viele Werte auf 3 und damit kann ich den extrem vielfältig einsetzen.
Wo ist denn die Schenke? Windmühle, da unten. Sehr genial. Da gibt es auch noch viele Rezepte, die man dann freischalten kann. So, aber jetzt wollte ich eigentlich den neuen Herrn hier, dem eine Arbeit geben. Und ein Häuschen. So, wo haben wir denn noch Platz? Grabungsschuppen? Holzschuppen? Holzschuppen? Jagdhütte? Und Scheune, ja, aber das muss nicht sein. Windmühle. Ich glaube, Essen habe ich gerade genug. Vielleicht hier einen Holzschuppen rein. Genau, weil er hat nur Landwirtschaft und Produktion, wo er nicht so gut ist. Ansonsten ist er tipptopp. Ja, was habe ich denn jetzt gesehen? Ich glaube, vier oder fünf freie Arbeitsplätze haben wir noch. Und ich freue mich schon riesig, die Kinder dann nach und nach alle als Lehrlinge einzustellen. Ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wie das war für Leute, die das Spiel hier schon durchgespielt haben, bevor es die Lehrlinge überhaupt gab. Das war ja schon deutlich schwerer, muss ich sagen. Weil die waren ja dann irgendwann ungelevelt, als sie ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Und jetzt können wir die ja schon mal richtig gut vorleveln lassen. Als Lehrlinge. So. Zwei Dörfer, drei Dörfer noch. Hier war keine Dame. Hier waren nur noch zwei Herren. So, die ist weggelaufen. Oder er? Bitteschön. Und nicht auf die Finger hauen, gell? Oh, warte, da ist eine Dame, da ist eine Dame. Kürzt sie zum Dorf? Jawohl. Aber vielleicht, wenn wir jetzt eine Dame suchen, haben wir auch im nächsten Dorf oder in Rolnica Glück. Da waren wir ja gar nicht beim letzten Mal. Und falls es nichts wird, haben wir immer noch so gesehen auf dem Heimweg Denizia. Und erscheint mir die Quests hier tatsächlich nach der Entfernung nach und nach als Fokus zu schalten. Fällt mir jetzt erst so auf, aber finde ich richtig genial gemacht. So. Die ist noch daheim. Bitte schön, deine Wolle, kannst viel weiter arbeiten. Und dann noch die letzte. Mal schauen. Wie viel haben wir denn jetzt? Genau. Wir könnten theoretisch, wenn wir jetzt dort sind und jemand Passendes finden. Aber ich glaube, das waren so wenige. Selbst wenn ich noch eine Quest abschließe, komme ich nicht auf die 500. Damit könnt was sehen, ob wir einen Puffer hatten. In Sachen Reputation. Ob wir da irgendwie einen Puffer hatten, damit
Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Da drin. Moment, schau mal kurz hier. Ach, die Dame will nicht? Okay. Bitteschön. So. Sind wir mit allen Quests durch? Da würde ich sagen, gehen wir noch einmal nach Denizia rüber. Wir können jetzt auch keine Quests mehr machen. Wir haben alle gemacht für diese Jahreszeit. Entweder wir können jetzt noch jemand holen oder halt nicht. Aber ja. Ich bin da jetzt erstmal die nächsten 2-3 Folgen mit anderen Dingen beschäftigt wie Questen. Dann schauen wir mal wieder weiter. Oh. Was ist denn das? Das ist ja gar kein Karren. Hat ein Fischer sein Werkzeug vergessen? Heieiei. Ja, das Pferdchen hier ist auch noch ganz schön schlank und durchtrainiert, so oft wie das mit mir hier unterwegs ist. Da sehen andere, die im Stall stehen, garantiert schon anders aus. Hä? So liegt nicht so viel Zeugs hier einfach rum. Das hatte ich ja auch noch nie. Aber warum? Nehmen wir einfach mit. So ein Knüppel habe ich noch nie eingesetzt, wirklich. Aber ja, vielleicht brauchen wir irgendwann mal. Wahrscheinlich nicht, aber vernichten können wir es immer noch. So. Genau, hier wollten wir mal schauen, ob es hier arbeitswillige Personen gibt. Schade. Niemand da? Okay. Dann würde ich aber jetzt trotzdem mal kurz hier in die Verwaltung reinschauen, vielleicht mal ein bisschen durchsortieren. Hier die Ältesten. Da ist sogar mein Sohn dabei bei den Ältesten. Wir schauen mal kurz hier. Oh, da ist ein Bergarbeiter, der besser in der Produktion aufgehoben wäre. Gibt es da jemand, der gerade andersrum ist? Vermutlich nicht, weil ich schon lange niemand mehr in die Produktion rein habe. Der Konrad. Also von den ersten drei haben wir jeweils jemanden, der was Besseres bekommen könnte. Da auch nochmal. Hier hinten passt es aber überall. Den können wir halt tatsächlich echt gut, der ist auch gleich für Level 2. Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich den gegen den tausche, der dann gleich für Level oder sie
die gleich vor Level 4 ist und eh schwanger ist und nicht mehr arbeitet. Bei den ersten drei ein bisschen durchtauschen. Zum Beispiel sie hier gegen jemand, der hier eine 2 hat. Die Imkerin. Da war doch jemand, oder nicht? Hey. Interessant. Was habe ich denn da gesehen? Okay. Dann ist nur die Einzeln hier. So. Das bringt nichts, bringt auch nichts. Also ich finde jetzt nicht wirklich ein Treffer, was ich da zwei tauschen könnte. Was ich auch noch schauen wollte, das wollte ich schon länger machen, aber kam nie dazu. Vielleicht suchen wir die anders raus, über das Alter. Ich habe nämlich da mal einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, die Dame, die so richtig gut war, die wir bekommen haben, die hier, genau, da meintet ihr, die sind vom Alter zu weit auseinander, dass ich die vielleicht nochmal neu einsortieren sollte. Die möchte ich nicht umziehen, sondern die sind hier. In einem 98%igen Haus. Von den ganz neuen Häusern, die ich gebaut habe. Wie sind denn die vom Alter her? Da. Das sind die zwei. Ach, da ist es. Der ist 27. Wie mache ich denn das am besten? Vielleicht nehme ich sie und pack sie in das andere Haus hier rein zu ihm. Denn die sind jetzt nur 9 Jahre auseinander. Dann könnte das hier was werden. Die zwei sollten zusammenpassen.
Und dann kommt der nächste, oder die nächste Dame zu dem Jungspund quasi da rein. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Euer Tschüss. Ciao, ciao.